So, da wären wir wieder, Freunde der Mysterien. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge, Virginia. Wir gehen gerade im Archiv die Informationen durch über Ortega. Und wie gesagt, ich überfliege das kurz. Ihr könnt Pause drücken, um das in Ruhe zu lesen. Okay, das ist ein bisschen heftig. Scheint so, als würde Maria auf jeden Fall zu ihr halten. Szeneriewechsel. Oh, ich habe hingeschaut. Oh, einfach nicht hinschauen. Einfach nicht hinschauen. Mit Bacon als Bürgermeister. Naja, Maria verzieht sich wieder. Dominion Construction. Okay. Oh. Wir sind schon wieder im Auto. Okay. Wir folgen dem nächsten Indiz, so wie es scheint. Das ist doch das Observatorium, oder nicht? Observatorium, Tatsache. Hier ist ja nichts los. Oh. Da wächst ja auch noch eine Blume. Die sieht auch komisch aus. Eingesteckt. So, was liegt denn da? Oder ist das einfach nur Licht? Ja, okay, das scheint Licht zu sein. Noch was, irgendwas? Alles ganz genau unter die Lupe nehmen, das ist richtig wichtig, weil das ja so ein Krimispiel ist. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie das Spielverlauf irgendwie beeinflusst. Okay, wir können da hoch. Oh, okay. Ah, das sind die. Ah, okay. Das ist doch der Pater bzw. der Vater von Lucas, wo vermisst wird. Ja, ziemlich suspekt. Okay, jetzt sind wir hier. Also Maria. Jetzt wissen wir, was mit unkonventionell gemeint ist. Okay. Ich glaube. Ziemlich ernste Sache. Okay, da ja
Die Ermittlungen laufen, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Nichts versteckt. Noch Bibel oder Gesangsbuch, nennt es wie es wollt. Okay, hier ist auch nichts Interessantes. Da was dabei. Okay, sie durchsucht die Unterlagen. Unterlagen. Die Betonung. Entschuldigung. Im Bad vielleicht was? Okay, das ist. Weil das Licht ein bisschen rot ist. Okay, auch nix. Diese Tür. Da hatten wir ja was. In so einer Vision oder irgendein Flashback oder sonst, nennt es wie ihr es wollt. Okay, das scheint das Büro vom Pater zu sein. So, ist da was. Okay. Shader buckt ein bisschen rum, aber was soll's. Ist denn hier irgendwas? Nur beim Schreibtisch, ne? Gut. Was haben wir denn hier? Diese hier ist verschlossen. Diese hier ist ebenfalls verschlossen und Tor Nummer 3 ist offen. Na, was haben wir denn da? Umschlag. Okay. Ah, das ist so ein Schächtelchen. Okay, wir sind jetzt wieder woanders. Was sind wir? Ring? Warum gibt's hier einen Ring? Okay, Musik kann man selber keine auswählen. Was haben wir denn hier? Vielleicht was Interessantes. Vielleicht. Okay, die haben zum Glück kein Interesse an uns. Ist was hinter denen versteckt? Auch nicht. Also ich muss zugeben, sehr schöne Musik. Ich habe kein Interesse. Ja, so funktioniert das. Ach. Den Arsch gerettet. So gut. Wohlgemerkt muss ich sagen, da an der richtigen Seite. Ist das schön. Also es gibt schon was so von Twin Peaks, gerade von der Musik her. Oh, der. Ja.
Wir tanzen, alles klar. Ja, man darf sich auch ein kleines bisschen vergnügen. Ist ja nicht verboten. Ha, noch ein Bierchen. Und knack, so gehört sich das. Ach ja. Na, nehmen wir einen Schluck, oder? Somit wären wir schon beim vierten Tag. Okay. Werden wach. So, was ist denn hier los? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hier ist aber viel los. Ich gehe mal da lang. Da war da irgendwas. Warte mal. Hier los. Muss man das verstehen? Seltsam. Jetzt auch ein Schlüssel oder so? So, was haben wir denn hier? Na komm. Okay, ich hoffentlich übersehe ich hier nichts. Nee, scheint hier nichts zu sein. Wir gehen weiter. Okay, wir sollten hier durchgehen anscheinend. Da. Okay. Ich glaube, wir gehen doch erstmal hier rein. Wo sind wir hier? Okay, hier hat auch jemand geschlafen. Waren auf jeden Fall Schuhe. New Left Notes. Irgendwas. Schön. Ja, da zum Beispiel, das Poster hat jetzt wieder ein Bild. Ich glaube, das ist dann der Unterschied zwischen Realität und Vision oder so. Wenn die Bilder. Ja, oder beziehungsweise wenn da überhaupt Bilder sind, wo Bilder sein sollten. Okay, scheint hier nichts zu sein. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nichts übersehen. Gehen wir weiter. Die Tür können wir auch noch reingehen. Da ist wieder eine Blume. Ich weiß nicht, was es mit den Blumen auf sich hat, aber irgendwie kann man die sammeln. Oh, die ist vertrocknet. Schade. Krankenbett und Rollstuhl, okay. Würde ich sagen, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.